auch mit der Ukraine und der Solidarität. Ich glaube, der Deutsche, das bröckelt, oder? Was meint ihr, wie lange es hält? Ich sag bis 3 € der Liter. 3 € der Liter Sprit plus die neue Gasrechnung, dann bombardieren wir die Ukraine. Das wird so kommen. Dann steigen wir alle in unsere Golf-GTIs und fahren da mal rüber und klären das. Also, hier, also wir haben keine Zeit. Hier, Putin, mach mal ein bisschen schneller. Wir wollen, brauchen Sprit. Gut, schwieriges Thema, ich weiß. Ich weiß nicht. Aber es ist unsere Pflicht, als freier Westen, trotz dieses Krieges zu lachen, wenn Menschen sterben. Ah, das kriegt man nicht schön, ne? Das ist irgendwie, habe ich jetzt so lange dran getextet, das wird irgendwie nicht schön. Irgendwie ist Krieg doof für eine Comedy-Show. Deswegen gibt es ja so wenig Comedy-Shows im Krieg. Das passt nicht so gut zusammen. Aber ich glaube, das mit der Solidarität wird noch spannend. Weil ich glaube, das wird drehen. Ich sage euch, es wird drehen. Und warum weiß ich das? Weil es bei Corona auch so war.